Dr. Yannick Pfeil muss sich in der Klinik am Südring um ein junges Paar kümmern, das mit einem Motorroller gestürzt ist. Der Freund der verletzten Frau ist aus irgendeinem Grund völlig aufgebracht. Entschuldigung. Hallo, die junge Dame hier ist verletzt. Verstehe ich, wir kümmern uns gleich. Am besten jetzt sofort. Also ja, Sie beruhigen sich, wir gucken Sie an. Patienten genau. Und so, ne? Am besten sofort. Ich muss jetzt auch, ich habe auch verdammt scheiße viel Hunger. Ist Ihnen auch was passiert? Nee. Ich muss jetzt noch eine Pizza abholen. Okay, ich komme gleich wieder. Nee, alles gut, ciao. Ist Ihr Freund, oder? Ich weiß nicht, was mit ihm los ist jetzt. Kommen Sie mal kurz mit. Alles gut bei dir? Hat er sich denn auch verletzt? Ich glaube nicht. Ja, die Situation war sehr ungewöhnlich und der junge Mann, der kam mir sehr erregt und auch etwas verwirrt vor. Also ich wusste nicht ganz, was jetzt eigentlich genau Sache war. Und bevor ich mir eigentlich einen richtigen Überblick verschaffen konnte über die Situation, war er auch schon wieder geflüchtet. Erzählen Sie mir noch mal von vorne, was ist denn eigentlich genau passiert? Also wir waren in der Stadt unterwegs, mein Freund und ich, und dann wollten wir noch was essen gehen. Wir waren auf dem Weg zu einer Pizzeria und dann waren wir auf dem Roller unterwegs. Und er ist dann total schnell gefahren. Auf einmal wie ein Wahnsinn. Ja, ich weiß nicht genau, was mit dem los war. Eigentlich ist er nicht so der schnelle Fahrer, aber ordentliche Schürfung. Dann haben wir uns hingelegt und in der Kurve. Ja. Die Freundin hatte sich lediglich leichte Verletzungen am Ellbogen zugezogen, also leichte Schürfkratzwunden, ein bisschen aufgeritzt vom Teer, auf den sie gefallen ist. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich sie ein bisschen antiseptisch behandelt habe, desinfiziert. Natürlich ist dort auch immer nach dem Tetanusschutz zu fragen in diesem Falle. Und sonst habe ich noch mal Salbe drauf geschmiert, Brandsalbe, einen kleinen Verband gemacht und Schmerzmedikation mitgegeben. Die junge Frau ist also glimpflich davon gekommen. Dass es ihrem Freund weitaus schlechter geht, kann noch niemand ahnen. Er ist ins Krankenhaus zurückgekehrt, verhält sich immer noch merkwürdig und will den Anweisungen des Klinikpersonals nicht folgen. Die Situation eskaliert. Ich will hier ganz in Ruhe Pizza essen, okay? Was ist denn los, ey? Ich kann Pizza essen, wo ich will. Was wollen Sie von mir? Ja, aber ruhig essen, nicht so ruhig. Lass mich doch einfach in Ruhe, Alter. Lass mich doch meine Pizza essen. Lass mich doch meine Pizza. Entschuldigen Sie mal bitte. Was ist denn hier los? Und Ihre Freundin möchten Sie dann alleine hier. Hey Jan, was ist denn hier los? Hau noch mal eine Trage! Ben! Hast du drinnen jemand erreicht, dass wir jemanden? Guck mal, hallo. Geht's Ihnen gut? Geht's? Oh, fuck, mein Herz. Erst mal kurz hinlegen. Brauch mal eine Trage! Oh, shit, mein Herz. Der junge Mann ist nach dem Zusammenbruch nicht mehr richtig ansprechbar. Laut der eingetroffenen Mutter sind keine gesundheitlichen Probleme bekannt. Dr. Yannick Pfeil muss herausfinden, was mit ihrem Sohn los ist. Hallo. Ganz ruhiger, friedlicher Sonnenhang. Ich habe mich eben angerufen, völlig klar und sagte, er hätte einen Rollerunfall gehabt. Und ich verstehe das überhaupt nicht. Er hat mir nie Sorgen gemacht. Nimmt er irgendwelche Medikamente ein? Nein. Gar nichts? Irgendwelche Allergien auf irgendwas? Nein. Kerngesund, topfit. Ist gut, legen Sie mich zurück. Nein, sonst Drogen auch nichts? Also, nein. Irgendwelche Vorerkrankungen, von denen ich wissen müsste, Herzprobleme? Überhaupt nichts, verstehe das nicht. Gar nichts. Initial war mir die Diagnose und die weitere Vorgehensweise unklar, woher denn jetzt die Symptomatik kommt. Während der Untersuchung haben sich aber dann doch noch einige mehr Auffälligkeiten ergeben. Zum einen war natürlich die leichte Bewusstseinstrübung. Der Patient war somnolent, war kaltschweißig, hat geschwitzt. Und vor allem, was mich gewundert hat, dann, das Herz hat unregelmäßig geschlagen, auch relativ schnell. Im EKG-Monitor hat man dann ein Vorhofflimmern sehen können, was in diesem Alter doch mehr als ungewöhnlich ist. Okay. Wann war er denn das letzte Mal beim Arzt? Es war nichts. Weil er jetzt unregelmäßig hier mit Vorhofflattern, das ist ja in seinem Alter mehr als ungewöhnlich. Also noch nie da gehabt. Bin ich jetzt echt auch etwas perplex, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich verstehe es überhaupt nicht, weil er hat vielleicht ein bisschen Stress im Moment. Und, was macht er momentan? Er macht eine Ausbildung und steckt jetzt gerade in Abschlussprüfungen. Okay. Aber er lernt, also es ist alles in Ordnung. Und topfit, kerngesund, alles gut. Da ich auch da noch nicht wusste, woher die Symptomatik eigentlich kommt, habe ich
eine Blutentnahme angeordnet, auch inklusive toxikologischem Screening. Das bedeutet, dass auch dort die üblichen Drogen und Medikamente erfasst werden. Da es doch mal sein kann, gerade in diesen Fällen, dass natürlich Patienten oder auch deren Angehörige verneinen, dass jemand etwas genommen hat, aber dem doch so war, gerade im Bereich von Drogen. Das Blut soll außerdem auf Anzeichen für einen Herzinfarkt getestet werden. Dieser bleibt bei jungen Menschen häufig unerkannt, da er nur selten vorkommt. Die Proben gehen ins Labor, doch der Auszubildende verbirgt offenbar ein Geheimnis. Also nach Herzinfarkt sieht es nicht aus, die Werte sind eigentlich in Ordnung. Und dann ist das? Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Jetzt mal ganz ehrlich. Nein, Quatsch. Was soll er denn nehmen? Keine Drogen. Weil hier auf dem Zettel habe ich doch deutliche Erhöhungen von Methylphenidat zu sehen. Was ist das? Ritalin. Sie haben Sie mir nicht vorher erzählt, zur Prüfungsphase und sonst irgendwas? Nein. Haben sich das irgendwo auf dem Schwarzmarkt oder sonst wo? Mein Bruder hat ADHS. Ach, und der nimmt. Okay, das erklärt vieles. Ritalin, sprich Methylphenidat, ist ein Amphetaminderivat, das die Konzentration steigert in natürlich gewissen Mengen und wird insbesondere bei Kindern eingesetzt, die dieses Hyperaktivitätssyndrom haben. Dort führt es eben dazu, dass die Kinder ruhiger sind und sich besser konzentrieren können. Beim normalen Menschen und beim Erwachsenen führt es dazu, daher kommt auch der Missbrauch, dass man sich deutlich besser, länger und stärker konzentrieren kann. Das heißt, insbesondere in Prüfungsphasen oder wichtigen Terminen wird es oftmals missbraucht, obwohl es eigentlich dem Betäubungsmittelgesetz untersteht. Ich hatte in dieser Zeit ziemlich viel zu tun wegen den Prüfungen und dann habe ich gedacht, dass ich so das Zeug mal probieren kann, weil ein Kumpel von mir. Alles erklärt. Ja, ist von ihrem kleinen Bruder abgezeigt. Ja. Mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, haben Sie ein bisschen mehr genommen als ein oder zwei Tabletten? Ja, ich habe 5 Dinger genommen. Ich musste mich heute konzentrieren. Ich hatte nur noch 3 Tage Zeit. Ich wollte. Ja, das würde es erklären. Von einer einfachen Dosierung eigentlich nicht, aber das sind so typische Überdosierungsanzeichen. Ja, sorry, Schatz. Du hast doch dieser Stress, diese Aggressivität, so das Schwitzen, die Herzrhythmusstörungen. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich hatte eine Blockade, kennst du das nicht? Wenn man nichts mehr reinkriegt und. Aber deshalb macht man doch sowas nicht. Ja, es tut mir leid. Hingebracht hat, oder? Sorry. Ja, die Dosis eines Medikamentes ist natürlich immer entscheidend über die Wirkung. Ich behalte den Patienten in dem Fall, da er gerade kardiale Probleme hat, Vorhofflimmern, also Herzrhythmusstörungen, doch noch eine Nacht zur Überwachung hier aus Sicherheitsgründen. Eigentlich hat Methylphenidat eine kurze Halbwertszeit, sprich 4 bis 6 Stunden. Von daher wäre es eigentlich kein Problem, bis es abgebaut ist nach 12 Stunden. Deswegen bleibt er eine Nacht hier. Der Patient war am nächsten Tag wieder wohlauf. Wegen der Überdosis Ritalin hatte er auch den Rollerunfall mit seiner Freundin verursacht. Seine Prüfung musste er verschieben. Beim Lernen will er zukünftig auf leistungssteigernde Mittel verzichten.